Schimmliger Boden, zugeklebte Fenster. Und auch die Fassade hat ihre besten Jahre hinter sich. Die Pasinger Fabrik ist ein Sanierungsfall. Besonders dramatisch wird's, wenn es heftig regnet. Dann fließt das Wasser hier die Wände runter und steht schnell knöcheltief im Restaurant. Auch die Kanalisation macht Probleme. Wir haben eine Substanz, die geht ja zurück auf 1892. Die wurde immer wieder verbessert. Und es soll jetzt auch kein Vorwurf sein, es war nie ausgelegt, dieses Gebäude, für eine solche Nutzung. Aber diese Nutzung ist da. Wir haben insgesamt 3 Theatersäle, Ausstellungsräume, Gastronomie, einen Biergarten, der im Sommer sehr gut angenommen wird. Und dementsprechend brauchen wir auch die Toiletten. Und dann, wenn alle auf die Toilette gehen, dann ist was los hier. Der Betrieb geht trotzdem normal weiter. Viele Kleinigkeiten werden provisorisch ausgebessert. Auf Dauer ist das allerdings keine Lösung. Die Stadt will handeln, allerdings sind die Kassen ziemlich klamm. Wir hatten für 2022 ganz konkret auch weitere Instandsetzungsmaßnahmen geplant. Man wird jetzt natürlich auf den Prüfstand stellen müssen, welche dieser Instandsetzungsmaßnahmen stattfinden sollen oder ob man doch an eine große Generalsanierung denkt. Auch die Rathaus-SPD sieht Handlungsbedarf und hat konkrete Vorstellungen. Uns ist einfach notwendig, dass wir auch das Haus energetisch auf einen aktuellen Standard bringen. Im Sommer wird es zu heiß, im Winter tut man sich schwer zu heizen und das kann heutzutage einfach nicht mehr sein. So ganz weit gehen hier die Vorstellungen auch nicht auseinander. Auch Geschäftsführer Frank Cibilla wünscht sich mehr Öko. Ich will, dass hier alles grün ist, eine Fassadenbegrünung da ist. Ich würde gern Vogelschutz ganz, ganz stark hier machen. Ich würde gern Vogelhäuser und vielleicht sogar Fledermäuse hier ansiedeln. Bis letztendlich was passieren wird, dauert es wohl noch einige Zeit. Zumindest herrscht Einigkeit, dass etwas passieren muss.